Herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier in Thüringen. Wir fahren jetzt Richtung Feldmoor 29. Mittlerweile den zweiten Traktor. Wir werden dann eine Mission beginnen, sobald die Aussaat möglich ist. Ab plus 2 Grad geht's hier. Aber wir bereiten das vor. Wir sollen Gerste rein und später würde ich die Felder noch düngen. Ich bezahle das dafür. Und dann werde ich sehen, dass wir hier das Feld nicht erstmal kurz kaufen und die Gerste entsprechend für unser Bier für die Marsch nutzen werden. Wenn es weit ist. Dauert ja noch ein bisschen. Hier ist, wo Gras ist, soll auch noch die Saat reingebracht werden. Aber wie gesagt, das ist immer temperaturmäßig noch nicht möglich. Also im Normalfall hätte ich jetzt das Gras, okay, wir machen das Gras jetzt einmal abmähen, nutzen das als Silage oder als Heu. Aktuell haben wir so eine Silage und Heu, dass ich nicht weiß, wohin damit. Also müsste man alles in die BGH fahren. Kostet Zeit. BGH lässt sich leider von Autodrive ungünstig fahren. Ich müsste mal probieren mit einem Kleidanhänger. Ob wir da nicht besser fahren können, um die Kurven zu kriegen. Geht ja darum, dass wir den Trigger treffen, ne? Dann wird es vielleicht funktionieren. Zumindest ist ein Ding leer zu kriegen, ne? Unser Fragmenter. Weil Futter und so müssten wir eigentlich bald genug haben. Ich möchte ja zum Herbst, im Herbst hier im Prinzip umziehen. Das heißt, wenn die Karte dann neu rauskommt, die V3, dann ist es so, dass wir umziehen werden. Ne? Wir werden die neue Karte ja entsprechend. Also sie ist nicht neu. Also feldermäßig und so wird sich nichts ändern. Also minimal. Ne? Also vielleicht hier und da vielleicht, keine Ahnung. Schließt man nicht aus. Es wird ein paar Plantagen geben mehr, was ich weiß, jetzt hier mit Obst. Gewächshäuser habe ich gesehen. Ansonsten das Sägewerk kriegt ein anderes Platz, dann kriegen wir ja, Zement irgendwas, eine Tonprobe oder hier so ein Dings hier, eine Kiesprobe, keine Ahnung, und so was in der Art, im Prinzip näher treiben können, ne? Und eine Verkaufsstelle, wo wir Tonnen in Verkauf wird, kontrollieren, ne? Und da zuliefern, kriegen wir konstant ein bisschen Geld, weil die alle Beton brauchen. Ne? Wir haben hier, ja, naja gut, in dem Fall nicht. Wenn ich jetzt KI fahren lassen würde, würde ich dauernd Betonfahrzeuge fahren. Und die wären theoretisch dann dafür da, um mein Beton nachher zu verkaufen. Wenn es soweit ist. So, heute ist Tag 1. Frühling. Ich muss sehen. Ja, die erste Ernte beginnt ja normalerweise im Juni, Juli. Das heißt, 5 Tage noch im Frühling. Und dann mal sehen, dass wir das hinkriegen, dass wir das. Ich möchte alles ernten, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. So, das wäre das. Jetzt geht's Richtung Hof. Wir müssen warten, bis. Ja, dann misst nur eine Fuhre und dann mal sehen, die Silage. Dann können wir die Silage mit dem LKW fahren, ne? So BGH. So. Ups. Ja, das kommt vom Eye-Tracking. Mal geht's nicht. Heute geht es wieder. Fragt man nicht, warum es so ist, aber ist halt so. Ich habe es ja auch probiert, auf diesem Rechner mal auch aufzunehmen. Das Aufnehmen würde funktionieren. Hat nicht funktioniert das Mikrofon. Und egal welches Mikrofon ich probiert habe, ob nun Headset oder das, was ich jetzt aktuell verwende, oder das andere Mikrofon, normale Buchse, ne? Es kriegt keine. Es geht einfach nicht. Ob das mit Update zusammenhängt mit Windows, was ich vor 3 Wochen ungefähr gemacht habe oder 14 Tage. Schließe nicht aus, vielleicht kommt irgendwann ein Update und dann geht's. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt mehrere Stunden probiert. Ich habe es gestern abends vom Livestream für CFMCD probiert, weil
damit das besser synchron läuft, aber wie gesagt, das hat nicht sein sollen, ne? Wir müssen mal hier ein bisschen die Lage fahren, dass wir den leer kriegen, ne? Das muss ja irgendwie verarbeitet werden. Zum Not am globalen Markt verkaufen, aber wie gesagt, der Garage ein Lieber. Wo es auch kein Vermögen bringt, aber. Hat er die Kurve jetzt wie eng genommen? Ja, morgen ist Sonntag. Und Montag geht das weiter. Mit der Arbeit. Aber die Arbeit ist gut. Wie gesagt, ohne geht's nicht. So. Düngerstreuer ist fertig. Das heißt. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Lassen, ne? Für ein Feld wird es noch reichen. Wir müssen jetzt rüber zum Feld Nummer. Ja, Nachbarfeld, ne? Das war jetzt die 49, müssen zu 48. Wie gesagt, ich krieg diese Felder 49, 48 nicht in der Reihe. Zu unterscheiden, nummermäßig. Ich weiß nicht warum, aber. Aber Grund ist ja egal, wir haben ja die Zahlen auf der Karte, ne? Man muss nur wissen, ob man nachlesen kann, ne? So, fangen wir hier gleich wieder an. Sehen wir kahle Stellen, das kann doch gar nicht sein. Ist halt so, ne? So, Kursgenerierung, Feld Nummer 48, die 41 können wir auch noch machen. Die 42 und 47 werden wir warten müssen, bis da Wachstum kommt. Das hatte ich zu spät ausgesät. Zurück und einstellen. Dann muss man gucken, was überhaupt ausgesät wurde. Das habe ich ja schon wieder verdrängt. Anführungszeichen. So. Entschuldigung. So. 41 ist Gerste, das andere ist Weizen und das andere ist grünes Raps. Das ist gar nicht gut. Jetzt scheint mir zu spät zu sein. Weil normalerweise wäre es schon gewachsen. Aber mal schauen. Gut. Oder auch nicht gut, ne? Wie man es auch will, ne? So. Zum richtigen Fahrzeug kommen. Ich habe viele Fahrzeuge. Wie gesagt, wenn sobald das losgeht mit. Boah, wenn es warm wird, ne? Plus 2 Grad brauchen wir im Bodenbereich. Aktuell haben wir 0. Das wird morgen soweit sein. Die heute mal die BGH ein bisschen, ne? Mist, hat er schon 3 Fuhren gekriegt. Gibt ein bisschen Geld. Darf man jetzt verdienen für. Ja. Für das Feld Nummer 29. Was koffert überhaupt? Hauptsächlich fallen in Ohnmacht. So. Ja, das kostet 2,26 Millionen. Naja, es hat 37 Hektar. Ein bisschen weniger wie 38. Oh, wieder 2,6 Millionen. Naja, gut. Nee, was ist nun los? Voll? Voll. Ja, dann müssen wir jetzt noch Rest des Tages Holz machen. Ne? Das brauchen wir eine ganze Weile. Jetzt haben wir schon Mist gefahren. Wir fahren wieder zum Mist ran. Da kann er noch den Rest einfüllen.
Und wir werden die großen Paletten, da müssen wir halt Sägewerke stärker nutzen. Und heute haben wir schon ganz gut geschafft, die Woche abwechslungsmäßig. Und der Rest der Folge ein bisschen Bretter und so ein Zeug, ne? Aber keine Sorge, das machen wir nicht so oft. Ach, ihr wollt auch Milch verkaufen. Ja. Milch verkaufen, das machen wir Milch. Dann, kein Holz. Milch verkaufen. Das sind nur 5 Minuten, da passiert eh kein Wunder. Beim Holz. Und auf Einzel in die Spielen, das dauert so lange. Kommen wir nicht vorwärts. Das können wir sowieso nicht ausreizen, die Zeit. Entweder ist zu viel Holz produziert, also zu viel, oder ich meine, gut, wenn man auf 1 spielt, hast du genug Zeit, ne? Aber 1 ist keine Option. Das geht nicht, das können wir nicht machen. Kommen wir nicht vorwärts, wächst ja auch nichts, ne? Gedüngt ist bei. Ein Feld muss noch, 2 müssen noch. Aber das können wir auch morgens in Not machen. Also in-game, morgen. Zum Livestream. Ja, heute Abend ist live. Ne, heute Abend ist Livestream, ne? Nicht vergessen, ne? Ja, Düngen und ja. Und Kopfbekämpfung. Also pauschal. BGH bedienen, ne? Holz eigentlich nicht. Also das ist nicht so mein Ziel jetzt, ne? Aber ich muss mal die BGH automatisch bedienen. Ne? Also das müsste ich mal jetzt in der Offstream probieren. Mit einem kleinen Traktor. Kleinen Anhänger. Der im Prinzip die Runde fährt. Ne? Weil der Trigger immer ein bisschen ungünstig ist bei der BGH. Oder ich müsste eine eigene BGH bauen. Gibt es ja auch die Möglichkeit. Man kann ja im Prinzip eine platzieren. Aber wie gesagt, da muss man immer auch finanziell leisten können. Jetzt könnte man theoretisch Holz rausholen, aber nützt ja auch nichts. Das arbeitet ja alles nicht. Das wäre noch einige. Ja. 2 Millionen verdienen. Oh Mann. Bis zum Sommer. Muss ich aber den Bauern schön abkassieren, wenn er jetzt fürs Arbeiten, ne? Fürs Aussaat und fürs Düngen daher, ne? Dreimal düngen, glaube ich, normalerweise. Da müssen wir ihm kräftig abzocken, ne? Das Gute ist, beim Verkauf nicht widersprechen kann, ne? Beim Verkauf. Nach dem Motto, ich will mal meine Ernte haben und dann kannst du kaufen. Ne? Das wäre ja nicht mein Ziel. So, nochmal Milch. 147, locker dreimal noch fahren. Sollte was nicht passen, Musik, Lautstärke, schreibt es rein in die Kommentare. Die Geschmäcker sind ja verschieden. Das ist auch gut so. Und von daher, wenn jemand sagt, es ist zu laut, dann mache ich ein bisschen leiser. Sagt jemand, es ist zu leise. Das kann auch vorkommen. Das kann auch mein Fehler sein, durch Mikrofon zu weit weg. Leider bin ich da ein bisschen vergesslich, aber immer aufgeschrieben. Dass ich das nicht vergesse, dass ich mal hin und wieder mal sehe. Den Zettel vor der Nase und dann ist das eine kleine Erinnerung, ne? Aber im Eifer des Gefechts hat man so eine Ruckzuck hast du doch wieder übersehen, ne? Aber letztes Mal habe ich das nicht vergessen. Aber Mikrofon, da habe ich noch ein bisschen. Da kann man ein bisschen Reserve, da kann man immer noch was tun. Ein bisschen lauter geht es noch und das geht auch. Notfalls mit Verstärker, ne? LKW, das ist immer so eine Sache.
Maschinen sind immer grundsätzlich verschieden laut. Und wenn man weit weg ist, hörst du die sowieso ganz schlecht. Ich sie nicht höre, da hört ihr sie auch nicht. Unkraut ist verdorrt, kann man sagen. Hauptsache kommt nichts Neues. Mal sehen. Dann haben wir Glück gehabt. Den brauchen wir nicht bekämpfen. Also Unkraut bekämpfen wir erst, wenn wirklich was zu sehen ist. Das macht halt Sinn. Ansonsten müssen wir noch düngen. Feldzahl wird gedüngt. Und dann kommt die Wachstumsstufe für 47 und 42. Das düngen wir auch noch. Halt morgen, ne? Und die Erntemission für die Aussaatmission für Feld Nummer 28, ne 29. Wir müssen mal sehen, dass wir da noch ein paar mehr Missionen machen können. Ist ja kein Thema. Na? Da können wir noch ein bisschen Geld verdienen, ne? Wir nötigen 2 Millionen fürs Feld Nummer 29. Eigentlich müssen wir noch mehr haben. Also ich brauche viel Gerste und viel Weizen für Tür für die Marsch. Später Mühle, Bäcker, da brauchst du viel. Vermehrungsgras, naja, brauche ich nicht unbedingt. Na gut, wenn es für Saatgutherstellung geeignet ist, ne? Ich meine, das war ein bisschen paradox. Weil im Grunde, sag mal, ich kann nur Saatgut aus dem herstellen, was ich dann auch aussehen will, ne? Also meinetwegen Gerste zum Beispiel. Aber im Grunde müsste alles reingehen und dann müsste man auch sagen, okay, es geht nur Gerste raus, ne? Ja. Meine Kartoffeln wäre schon mal ein bisschen blöd, ne? Kartoffeln ist eine andere Geschichte. Das sind Saatkartoffeln. Die werden eigentlich von Firmen produziert, die nur Saatgut herstellen. Also es gibt ja direkt Saatgutfirmen, die das Prinzip dann verkaufen, weil der Bauer ja eine reine Sorte haben will. Und sag mal so, die Lagerfähigkeit für sowas ist ein bisschen gut. Heute ist nicht ganz so tragisch, weil ein Kühlhaus mit großen Kisten, das kann heute sich jeder hinstellen. Man muss halt nur wissen, das kostet dann auch entsprechend Geld, ne? Und Kartoffeln ist ja auch so empfindlich, da musst du auch entsprechend immer mit der Ernte auch einlagern können. Oder du hast jemanden, der abnimmt. Weiß ich, Fabriken für Pommes oder sowas. Da wäre das ganz praktisch. Wir machen die, denken noch einmal, fahren wir noch, dann haben wir es heute auch erledigt. Geschafft. Und wir haben ein bisschen Geld für. Hoffentlich ist der Markt nicht übersättigt. Ne? Das heißt, wenn es übersättigt ist, dann haben wir Pech, dann verdienen wir nicht so viel. Hätte man vorher schauen müssen, ob vielleicht ein Händler vor Ort was haben will, ne? Also hier Mischfutterfabrik oder so, ne? Nee. Futterfabrik, glaube ich, die nimmt auch ganz gerne Milch für einen guten Preis. So, einmal noch. Dann haben wir die Kuh leer. Können wir mal ernten, naja, da haben viel ausgesät. Also wird auch reif. Raps können wir auch für die Marsch nehmen. Dieselproduktion. Da überlege ich mir auch, vielleicht doch mal auf Vollstammproduktion zu gehen. Um die ganze Holzproduktion laufen lassen zu können. Weil Wald ist viel Arbeit und wenig Geld, ne? Und keine Maschinen, ne? Naja, Maschinen schon, aber die müssen alle von mir bedient werden. Das ist heftig, wo das eigentlich 3 Tage haben wir Zeit haben für Paletten zum Beispiel, ne? Paletten brauchen wir immer, aber zur Zeit haben wir genug Paletten, also für diese Saison reicht das. Und nächste Saison schauen wir dann, ne? Bäume gepflanzt sind ja auch schon, weil dann haben wir ja richtig große Bäume auf der Marsch und dann ernten wir auch entsprechend kürzerer Zeit mehr Kubikmeter. Obwohl die wachsen noch 5 Jahre, glaube ich, noch. Da muss ich immer sehen, wie es dann so im Winter oder im Frühjahr wird aussehen. Oder im Herbst noch. Mal sehen, wie die Zeit
Ein Tag Herbst ist ja noch. Also da muss ja gepflügt werden. Da muss ich richtig einen Pflug kaufen. 2, 3. Für meinen Traktor geeignet, sagen wir so. Ne? Diese Case, die kleinen. Da kann man keinen großen Pflug nehmen. Das sind auch keine so eine großen Felder. Da macht sich eigentlich ein kleiner Pflug gleich besser. Da muss ich mal sehen. Die Maiserde beginnt ja gleich bei mir. Also fange ich jetzt an. Mit einer kurzen Pause, Vorbereitung. Muss noch die Karte tauschen. In Ordnung. Und dann geht das los. So. Jetzt kommt die Überraschung. Was kostet die Milch? Was kriegen wir dafür? Aktuell, naja, ganz gut wie aussieht. Heute ist der Markt gut leer gefegt. Keine Milch da. Gott sei Dank. Eier gibt so viel. Oh Mann. Flüssigdünge. Teuer. Stroh ist billig. Weizen. So viel Weizen. Muss ich mal schauen, ob er noch da ist. Und dann gleich zuschlagen. Und wir brauchen Gerste. Zurück. So, wir haben jetzt drinne. So, maximal. So. Ach, jetzt noch mal zu. Maximal. Trading. Da ist meine Milch. Muss noch mehr sein. So, gut, ne? Da hat auch ein anderer verkauft. Aber haben wir Glück gehabt. Wo es könnten wir gewesen sein. So, Lüschau, das soll es dann für heute gewesen sein. Sag mal tschüss. Ciao. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Schönen Dank fürs Liken und Kommentieren. Und wieder kommt ja mal ein Kommentar. Hier, stark. Ja, und dann sagen wir tschüss. Bis dann und bis heute Abend zum Livestream. Wenn die irgendwie mal 18 Uhr zu früh sein könnte, 19 Uhr, ich probiere es mal, ne? Weil ich bin ja fit, 18 Uhr, ne? Ich sag mal tschüss, ciao, bis dann.